Okay, es geht los. Ich muss anscheinend solo kommentieren. Dennis, komm doch her! Ich sitze überhaupt nicht hier, oder was? Nein. Warum gucken so viele Leute zu? Es geht. Habt ihr nichts Besseres zu tun, an einem Samstagabend außer an fucking Arcadien zu gucken? Ja, Mann. Wir müssen eigentlich auch streamen. Wir müssen euch aus der fucking Zeit hier. Bitte? Wir müssen eigentlich auch streamen. Wir müssen, das war scheiße Zeit. Ja, soll ich jetzt dumm kommentieren oder versuchen richtig zu kommentieren? Gar nicht. Du musst übersteuert kommentieren. Ach komm, wir machen einfach Anti-E-Sports-Commentary. Ja, also mich biased? Nee, nicht biased, aber diese zwei spielen glaube ich ganz... Ja, ja. Kommen Sie also mit? Komm mal. Okay. Okay. Ich normal Gameplay machen. Hast du schon alles reingetragen? Okay. Okay, das ist passiert glaube ich ziemlich oft und Sam wird immer gefickt. Aber vielleicht wird er heute nicht gefickt. Nee, also... vielleicht ist Sam heute mal gut. Bisschen Emo so. Also, aber ich glaube, er kann Emo, Emo, also, Röfka war 2000 Emo, ne? Ich glaube, er kann das ganze Team davon. Ich glaube, alle Games sind so knapp. Auch wenn ich da ein Wetten verliere, dann sollte das so. Die waren alle super knapp, Alter. Aber ich kommentiere das Videospiel mit 3 Biere-Intus. Das hast du noch nicht. Und kein bayerisches Bier, weil zu teuer. Der Wunder, der neue Wunder von Sean Wayne. Seit wann ist Sean Wayne denn so gut? Sam macht eigentlich zu schnell, Sam spielt sick heute. Ja, aber seit wann ist der so gut? Ich trainiere jetzt. Ich muss jetzt Sam trainieren für die Friedrichs sein, Boys. Ich hab ihn schon genug getroffen. Was soll er nachdenken? Was soll er nachdenken? Sunrise, er ist Peach. Er muss einmal down smashen und dann gewinnt er. Ich spiele das im Brain, das fuck. Genau, wo ist das? Das war Alex noch mit Vibor, das waren alles das Top-Games. Das war so knapp, Alter. Ich habe jetzt 6 Punkte. Ich wollte es nicht zulassen. Ist okay. Ja, aber Dario hat Handprobleme, weil er zu viel wächst. Ich glaube, ich würde von. Das ist mit Vibor eigentlich damit. Muss so sein. Nehme ich schon. Ey, Blasemann, kommst du denn wieder nach Berlin? Ja, du weißt, dass du in Berlin gefickt würdest, ne? Du wirst von allen gefickt. Von Konzi würdest du gefickt werden, von Steve würdest du gefickt werden, von mir vielleicht nicht mehr, aber von Arthur würdest du auch gefickt werden. Deswegen kommst du nicht nach Berlin. Gell? Rivka liegt gleich in Führung, wird von der Nähe getroffen, fliegt weg, ein kleiner Ballon. Naja, ich war jetzt im Outfit, ich hab dafür erstmal nie inkassiert. Susan, Malzkun hat gefragt, ist das hier? Okay. Ja, du Trios, ein retired Spieler, wie viel bedeutet dir das denn? Weißt du, wie ein Turnierset spielen, als stehen? Ah ja, stimmt, zu null, du Opfer. This is an Arcadian, so it's no high. It's the non-ranked players. Ja, hermano, du würdest mich aufwecken. Ey, schon Wayne schlägt sich auch ganz gut. Aber ist ein bisschen zu jumpy, zu swingy. Oh, Rivka. Zeig, warum er die rote Farbe verdient hat. Das Momentum zurückholen. Oder den Moment auf Deutsch, ne? Wann hast du denn jemals ein Turnier gegen mich gewonnen, gegen meine Chic Blaze? Soll ich dir alle Sets verlinken? Soll ich dir nochmal die Triple Fair verlinken? Oh, ausgeglichen! Rivka ist sehen und es ist ausgeglichen. Aber das könnte sein. Gute Stage, bist du schon im Set? Rivka rein. Ich bin immer so enttäuscht von Berliner Smash und so viele haben Twitter, aber kaum wer benutzt die. Oh nein, das war nicht der. Oh krass, das ist ziemlich ausgeglichen. Aber das dürfte jetzt einiges gegen sein. Keine Needles. Oh, die Down Smash. Und das war's.
Luca zockt da mit dem anderen Kommentator. Ich glaube nicht, dass der so weit nochmal kommt. Ja, ne, Luca ist weg. Luca wurde von Dennis entführt, deswegen müsst ihr euch jetzt mal ein Commentary geben. FD, eine respektable Wahl, keine Plattform, Luca. Kein Needlecamp. Wenn der Mars gut juggeln kann, dann ist alles vorbei. Oh, das könnte. Oh, das hätte fast ein Kill sein können. Luca, dein Commentary wird auch verdammt. Ja, Luca hat schon Koks und MDMA genommen. Er ist heute nicht mehr. Auf diesem Planeten. Ja, das Schumann ist so weit gekommen. Schieß, Alter, das Tier. Ja. Hier haben wir Primetime. Ja, Friedrichshain, Alter. Friedrichshain. Ich muss mal einen Schluck trinken und ich würde auch lieber ein bisschen Fendi spielen. Ich bin schon der Justiz. Ja, Benno. Geht uns das nicht an. Ja, Rüffer hat auf jeden Fall die rote Farbe verdient. Blaze ist so ein netter Mann. Man muss sagen, Griffe hatte fast das Sommermärchentraum erfüllt und das 3-0 gegen Bux geschafft, aber dann hat Bux sehr schnell einen Stitch gezogen, den niemand gesehen hat. Best of 5 gegen Bux hätte ich auch gewonnen. Shoutouts an Blaze und Frozelei und Stormrid. Nein, nicht an Blase. Blase ist ein Wichser. Blase ist so ein cooler Spieler und so ein cooler Mensch, Mann. Blase ist ein Wichser. Ario ist nicht da. Wow, Squilton kommt kurz vorbei und entführt direkt Luca. Ja, also, ihr wisst, bei wem ihr euch beschweren müsst. Muss ich das hier kommentieren? Warum geht ihr nicht selber zocken? Was ist überhaupt mit Dennis? Rivka spielt auch Hotz. Ich denke, Rivka ist mein Boy für das Erkennen. Nein! Das war zu kaliente. Oh, mit. Oh, Ehrenmann! Rivka ist so ein Ehrenmann, ich liebe ihn. Ich habe tatsächlich nur zwei Bier-Intos. Und ja, schön, dass du drei gesagt hast. Ich bin bei meinem dritten. Das ist das. Scheiße. Ich bin gerade bei meinem ersten. Hey, ihr müsst alle mal nach Berlin kommen, hier gibt's gratis Bier. Gestört, Junge. Zeigt sich gar nicht drauf, das ist alles nur bezahlt. Ja, aber normalerweise gibt's gratis Bier. Aber es wird rumgeschenkt. Auch wenn es von deinem Geld bezahlt wurde. Es ist rumgeschenkt. Luma, Klappe. Du bist kein Ehrenmann, weil du nach fucking Hessen gezogen bist. Irgendwo mitten im Nichts. Man könnte ja fast Saarland-Witze machen mit dir. Hat Rivka Team 1 gewonnen? Wenn schon, aber okay. Gott, ich habe zwei Screens und ich kann auch zwei Screens im Chat lesen. Ja, er soll zwei Stocks weghauen wahrscheinlich, Alter. 3D-Chats machen. Ja. Voll hier, was ist Erfahrung? Rivka ist ja nicht behindert. Der schmeißt auch keine zwei Stocks weg. Wenn du ordentlich platzierst, kriegst du es vielleicht morgen. Ey, Blase, warum bist du nicht hier? Ich glaube, das wäre halt gut für dich. Oh, what the fuck? Du bist ausgeglichen wieder. Was war das? Shit. Aus der Hölle. Oh shit! Und deswegen hat er keine zwei Stocks genommen. John Wayne ist wieder in der Game. Weil er bei 28 verreckt. Digga, was geht denn? 1-0-4 Ritter. John Wayne macht gerade ein bösartiges Comeback, Alter. Wenn John Wayne es holt, Digga, dann. Whiff. Oh, Digga, er macht immer diese Shields. Schon wieder. Shield Poke. Ja, gegen Martin ist gar nicht so schwer. Ja, aber ist cool. Das ist cool. Ja, Dennis! Oh, that is a second. Komm schon, Sam! Go! Hier stehen wir auch. Geht's. Alles möglich. Okay, Dream Team. Komm, wenn jetzt fahren wir ein paar Stühle hierher und dann. Ich will Game 5 lassen. Das ist jetzt. Okay, ihr habt jetzt triple Commentary von. Digga, ich muss ganz kurz das Bier. Die Bier Mr. Amor. Und Kobobi. Und El Fuego. Es steht 2-0 für Rivka. Ja, es steht 2-0 für Rivka. Hätte ich nicht anders erwartet. Featuring uns für Berlin Melee. Weil Rivka durchaus schon ein besserer Repräsentant für uns ist gegen die Invasoren von außerhalb. Das ist aber ganz, sind aber ja, ganz aber gemeine Kevin, Sachen, die du gerade. Oh mein ja, Gott! Ja, das Ding ist, ich traue Sam Kevin halt weniger zu, dass er sich gegen die Peaches durchsetzt, als ich das Rivka zu traue. Rivka kann das halt voll. Obwohl Rivka halt auch echt nicht gegen Peach ist. Ich glaube, wir haben hier echt ein Problem. Wir haben ja noch Geld, Junge. Ich bin die einzige Peach, die gut gegen der Geldjunge, der macht gut gegen Peach. Sogar Geldjunge sagt gegen Peach. Der Geldjunge hat die Dennis-Practice. Der kann das nicht verlieren. Aber weißt du was, die beiden können auch regeln. Mein Bruder, ich glaube, die Berliner können so oder so regeln. Ja, die aber, Berlin also, ist. Guck mal, Bayern, oh, guck mal. Oh mein Gott! Oh, Digga,
Rivka hat die Setups so in seinem... Nochmal? Nee, konnte er nicht. Aber er hat einfach gewartet, was Sean Wayne für eine Konteroption rausnehmen will und hat sie halt direkt selber gekontert. So, das Mann, Rivka spielt das so safe und doof runter. So. Ich liebe, wie Rivka spielt. Ich wünschte, ich könnte mich wie Rivka bewegen, ne? Rivka, man ist so slick. Ich hab Rivka vorhin erklärt, dass du ihn phrased so und er so... Doch, dein Movement ist so schön, Alter. Er sagt einfach, er macht so schnelle Layers auf dem Schild. Ja, guck mal, warum schreckt das der ja auch den ganzen Tag? Jetzt haben wir eine wichtige Frage. Okay, Luma, der Spasti, ist weg, weil er ein Spaß ist. Und jetzt ist Rivka die rote Chic in Berlin. Warum wohl? Weil Rivka Fuego ist. Nee, weil Luma weg ist. Nee, warte. Nein, Rivka ist auch ohne Luma geschafft. Luma hat keinen Anspruch mehr auf die scheiß rote Chic. Oh, Digga, das ist schon heftig. Oh, what the... Oh mein Gott. Ramen-Nudel. Das hier ist ja Fuego. Das ist richtig hübsch. Weißt du, sowas will man von Rivka sehen. Ich hab schon Niki versprochen, dass wir jetzt zusammen ein Jahr lang mit Pichu spielen. Okay. Ja. Dann brauche ich jemand anders, mit dem ich eine Rutsche. Ich hab ihm gesagt, Digga, ganz ehrlich so, wenn du jetzt ein Jahr lang nur Chic so das Metagame kannst. Oh, Warthog Game 3. Wow. Rivka, du bist so gut. Shoutouts an Sean Wayne. Ey, Sam, Applaus. Gutes Spiel, Sam. Sam, da war mehr drin. Sam, Top 8 auf dem National Arcadian. Einer der 8 besten schlechten Spieler Deutschlands.